Morgen! Wir haben es jetzt schon, ich glaube, um 10 oder so. Wir haben jetzt schon gefrühstückt. Wir sind bei meiner Schwiegermama, also ich wohne aber im Hintergrund. Bei meiner Schwiegermama zu Hause gerade, übers Wochenende jetzt. Ich habe es gesamt ja nicht mehr geschafft, noch zu filmen, da mein Akku vom Handy alle war. Und daraufhin ging es leider nicht mehr. Deshalb entschuldige ich da so ein abruptes Ende am Nachmittag, denn war und abends nichts mehr kam. Ja, meine Schwiegermama ist jetzt mit den beiden Kindern auf dem Friedhof. Wir machen jetzt Blumengießen noch, weil sie jetzt schon, haben es glaube ich jetzt schon 25 Grad oder so. Warte, dann muss ich mal schauen. Wartet mal, wir gucken mal auf. Ja, also wir haben jetzt hier in der Sonne, haben wir es jetzt draußen 26,9 Grad draußen. Das ist schon heftig. So, ich fahre jetzt noch ein bisschen einkaufen. Müssen wir auch noch mal erledigen. Und dann mal gucken, dass es heute nicht ganz so warm wird. Wir wollen mich heute noch in Nachmittag, ich hoffe, dass es nicht so drückend wird, in Nachbarort fahren. Da ist irgendwie so ein mobiler Freizeitpark. Was ist es? Geht nur jetzt, ich glaube, wie lange geht es? Ich glaube, 7 oder 8 Tage ungefähr. So ein mobiler Freizeitpark da. Und da wollten wir gerne mal in so ein Piratenland ist das. Wollte ich mir halt gerne mal angucken, wo sehr viel für Kinder dabei ist. Und da so Kindertag hatten wir die Große ja leider nicht da gehabt. Und auch wenn wir sie da gehabt hätten, ihr habt es ja gesehen, ich musste ja arbeiten. Und ich ging das, wie gesagt, nicht wirklich. Und wollen wir ein bisschen mal nachholen. Ich finde es schön, dass es jetzt da ist. Seit gestern ist es da. Bis zum 15. noch. Und wir schauen einfach mal, ob das nachher klappt. Wenn es zu warm ist, müssen wir leider abbrechen. Mal gucken, mein Freund mäht jetzt noch gerade. Und ich fahre jetzt einkaufen. Ich zeige euch noch kurz mein Outfit für heute. Also Outfit of the Day. Ich habe bloß ein ganz einfaches Top an. Das ist ein relativ altes S. Oliver Top. Das habe ich jetzt schon, keine Ahnung, 5 Jahre oder so. Schon eine ganze Weile. Das ist noch aus meiner Zeit, wo ich noch ein bisschen mehr gewogen habe. Aber es sitzt trotzdem relativ locker. Damals war es sehr eng. Und dann habe ich halt hier unten bloß so einen gestreiften Minirock an. Sieht man das? Ja. So einen gestreiften Minirock habe ich jetzt hier halt bloß an. Ja. Und halt ein paar einfache Ballerinas dazu noch. So laufe ich jetzt los einkaufen. Ich bin jetzt gerade vom Einkaufen, also ich war jetzt nur kurz, egal was ich mal gebläse, mal leise machen, mach mal. So, ich hoffe, ihr seht mich mit der Glow. Anderes Handy da nehmen. Der Akku wieder mal sehr knapp ist. Ich habe mir jetzt, war jetzt bei der Elbe noch ein paar Schuhe gekauft und habe jetzt auch endlich, was ist denn hier jetzt mit den Gebläseschuhe? So. Und habe jetzt auch endlich die Gastgeschenke für die Kinder zusammen. Nämlich hier. So ein paar Spielbälle, die springen auch. Ich bei Teddy für 1 € bekomme ich ganz viele verschiedene. Da findet man wirklich 15 Bälle mit einmal, das ist schon eine Menge. Und Flummis hatten sie keine mehr und die springen genauso schön. Und die waren eigentlich ganz gut. So, jetzt fahre ich noch einkaufen. Und dann geht's wieder nach Hause und dann ausruhen, in die Sonne legen, bisschen braun werden noch. Wir haben es jetzt schon abends. War vorhin nochmal alles einkaufen, was wir für morgen und Montag uns noch brauchen. Dann Montag ist ja noch ein Feiertag. Und für Dienstag dann, wenn die Große wohl in die Schule geht, die braucht auch ein bisschen was zu essen. Da können wir nicht bloß trockenes Brot mitgeben und so. Alles nur erledigt. Wenn wir so draußen sitzen konnte, gar nicht wollten wir eigentlich. Aber es ging einfach nicht, weil es einfach auch zu warm war. Wir hatten wirklich um die 29,5 Grad ungefähr im Schatten und das konnte man einfach gar nicht aushalten. Dann waren dann die meiste Zeit, wie gesagt, drinnen. Und dann zum Abend hin sind wir raus und haben noch ein bisschen gegrillt. Und da war es dann wirklich angenehm. Wir haben jetzt relativ spät schon, ich glaube um 10 oder so jetzt schon. Ich habe es vorher nicht nochmal geschafft zu filmen. Da auch der Akku leer war auf dem Handy, muss ich mal wieder laden. Weil ich filme ja vorwiegend mit Handy. Und daraufhin war es jetzt wieder mal leer. Da mussten wir es erstmal laden.
waren zwischendurch noch bei Mediamarkt nochmal, weil da drinnen konnte man es einfach nicht aushalten. Nach uns fahren wir nochmal zu Mediamarkt, weil wir noch was gucken wollten. Wegen ein neues Antennenkabel für den Fernseher. Wir haben Sonnenstörungen im Bild und Ton. Das konnte man einfach gar nicht mehr aushalten. Und dann haben wir Nachbarn gefahren, der hat so ein Kabel mit einem Störer drin. Und das haben wir jetzt sogar geholt gehabt und bin mal gespannt, wie es wird. Haben nebenbei so noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich habe mir so eine Bikini-Fettburner-DVD geholt. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Ich werde euch mal berichten, ob das überhaupt was bringt. Ich lasse mich überraschen. Gerne darfst du dir noch eine DVD aussuchen. Dann sind wir auch wieder nach Hause. Und sonst ist nichts weiter großartig passiert. Sonst war es nichts weiter. Das ist schon sehr spät. Ich bin schon relativ müde, weil sieht man das auch. Gut, ich muss jetzt auch die Lampe vom Handy jetzt anmachen. Sonst hätte man mich jetzt gar nicht wirklich gesehen. Weil die Kamera vorne am Display, die ist nicht so schön wie die hintere. Hintere hat ja, wie gesagt, auch Licht. Das sind doch schon etwas besser. Aber was noch so? Nee, sonst haben wir nichts weiter gemacht. Heute nichts weiter großartig passiert. Was ich so jetzt sagen könnte. Diesmal gibt es wieder mal ein Ende vom Video. Gestern leider nicht. Weil ich einfach nicht mehr geschafft habe und der Akku noch leer gewesen vom Handy. Aber heute. Ich tue euch nochmal. Wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns. Tschüss.